Das Thema Fußball ist und bleibt ein Publikumsmagnet. Und somit hatte der Marketingclub Rhein-Mosel thematisch mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Präsident Dr. Ralf Elsner konnte im sehr gut gefüllten Saal des Hotel Contel in Koblenz viele Mitglieder, Freunde und Gäste begrüßen. Anschließend referierte Dr. Theo Zwanziger mit Esprit über Fußball, mehr als nur ein Wirtschaftsfaktor, und gewährte in seinen Ausführungen interessante Einblicke hinter die Kulissen des deutschen und des Weltfußballs. Ein sportliches Massenphänomen, das, wie kaum ein anderes, die Fans rund um den Globus zu begeistern weiß. Fußball schafft ein gewisses Maß an Chancengleichheit. Und Menschen identifizieren sich dann sehr stark mit der Leistung, aber auch mit den Zufällen dieses Spiels. Man weiß halt nie, wie es ausgeht. Das heißt, selbst der Kleine kann den Großen schlagen. Wenn es mal gut läuft und ein schöner Tag da ist, kann das alles passieren. Das ist in anderen Sportarten so eindeutig nicht. Dabei trägt der Fußball vorder- und hintergründig mehr denn je Verantwortung für die unterschiedlichsten Lebenswelten. Eine Sportart, die in der Lage ist, vielfache Werte zu vermitteln. Gerade in den Bereichen Integration, Vorbildfunktion, aber auch Politik ist der Fußball neben der sportlichen Aktivität an sich zu einer gewichtigen sozial prägenden Institution herangewachsen. Doch diese grundsätzlich positiv ausgerichtete Verantwortung ist auch durchaus kritisch zu sehen, so Zwanziger. Denn gerade im politischen Bereich bestehe die latente Gefahr einer möglichen Instrumentalisierung, zum Beispiel durch Regierungsträger. Eine weitere Thematik des Abends, die Weltmeisterschaft in Brasilien. Auch hier hat der ehemalige DFB-Präsident und Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee klare Ansichten. Die Spieler, die jetzt nach Brasilien fahren werden, das ist ein großer Teil der Mannschaft, mit der wir 2009 U21 Europameister geworden sind. Also die Özils und ich hoffe auch Kediras. Und das ist einfach eine tolle Truppe, die auch menschlich und charakterlich zusammenpasst. Und wir haben einen glänzenden Trainer, da gibt es überhaupt keine Frage. Jogi Löw passt zu dieser Mannschaft. Ja, aber damit bist du nicht Weltmeister. Ja, das weiß man auch. Wir werden natürlich ganz eng mitspielen können. Bisschen Glück und dass wir bei den letzten Turnieren nicht so hatten. Und dann wirklich im entscheidenden Spiel auch die bessere Mannschaft zu sein, das wünsche ich den Jungs. Sie hätten es verdient. Fußball mal von ganz anderen Blickwinkeln aus betrachtet. Unterhaltsam, kurzweilig, aber auch mit dem nötigen Ernst. Dr. Theo Zwanziger unterstrich wieder einmal seine Kompetenz als fachkundiger Referent mit professionellem Blick über den Tellerrand hinaus. Eine gelungene Veranstaltung des Marketingclub Rhein-Mosel, die anschließend in gewohnt lockerer Art ihren kommunikativen Abschluss fand.